Hallo und WW. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Phantom Crystal. Ja, das letzte Mal haben wir uns einen Plimpah gefangen. Sollte jetzt eigentlich auch in unserem Team sein, ne? Ich bin mal zum Pokémon Center hochgerannt. Stärkt Wasserattacken in Not. Hohes Wesen. Alles in allem. Ich könnte den eigentlich auf die Bank setzen, ne? Und für schlimme Zeiten, wenn wir mal ausgelöscht werden, behalten. Dann haben wir direkt wieder ein starkes Wasser-Pokémon. Ist ja was, das mache ich. Ich mache das jetzt einfach. Ich mache es mir schwerer, als ich es mir machen müsste. Hier, das Tropikus ist sowieso. Nein! Ich wollte das Tropikus nicht mitnehmen. Nein! Nein! Was läuft denn hier falsch? Ich wollte eigentlich Pokémon ablegen, so. Kriege ich zwei ab. Ich lege einmal das Tropikus ab. Und einmal das Plym verlagere ich. In Box 1. Das kannst du einfach so. Ich möchte Plym ablegen. Das ist doch gut. Jetzt gehe ich hier hoch. Weil ich denke, jetzt können wir hier endlich weiter aus der Stadt raus. Vorausgesetzt, ich finde den Weg aus der Stadt raus. Was ziemlich schwierig ist. Ich habe auch erfahren, dass wir eine Plimpferkanne übersehen haben. Was schade ist, aber. Hallo. Bitte störe jetzt nicht. Okay. Du? Kann ich dir helfen? Ja, hättest du, aber. Ja, weil die Frage, kann ich dir helfen? Route 20. Nimm dich vor, ich gehöre hier nicht hin. Ich schwöre, ich gehöre hier nicht hin. Mir ein bisschen suspekt. Jetzt bin ich auf Route 3. Jetzt mal ein wildes Pokémon kommen, damit ich gucken kann, ob ich hingehöre oder nicht. Da, danke. Unser Pokémon auf Route 20 ist. In das Leben. Dich verarscht. Gibt es dir einen Hopsspross? Aura-Schlag müsste ein Hopsspross überleben. Ja, das Hopsspross auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall einen guten Schlag. Ich freue mich. Giftpuder! Genial. Ah, Giftpuder, ah, da freue ich mich. Vergifte am besten noch alle unsere Pokémon. Dann kann ich direkt heile Welt spielen. Ob der einen Tackle vom Mormont überlebt? Schwierig. Lebensschuss sollte aber überleben. Ne, Lebensschuss ist ziemlich stark. Eine Aquaknarre könnte eigentlich überleben. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ein bisschen Angst. Oh ja, das ist nice. Nochmal Aquaknarre. Kein Crit. Danke. Nochmal Giftpuder. Zwei vergiftete Pokémon. Ich nehme wegen der, aber die Giftanimation gefällt mir richtig gut. Richtig schön gemacht. Ich einfach mal einen Pokéball. Ich meine, gut. So kacke ist Hopsspross jetzt auch nicht. Ich meine, es könnte schlimmer sein. Möchtet, ich nenne das jetzt einfach Black King. Ich lege hier meine ganzen Hoffnungen in das Hauptspross. Das ist so der Stilbruch, weil das passt zu Black King überhaupt nicht. Ich denke mir einfach mal. Manchmal muss man coole Sachen machen. Ich habe ein bisschen Angst vor der Route, ganz ehrlich. Bin die Route suspekt. Wieso geht es nach Route? Okay, in Route 3 unten komme ich nicht weiter. Kann ich verstehen? Kann ich irgendwo akzeptieren? Aber ich habe noch nicht den Westausgang versucht. Da waren vorher Tauros, die mir den Weg blockiert haben.
Und ja, da möchte ich dann einfach nochmal vorbeigucken, um zu gucken, gute 20 ist mir zu hoch. Ganz ehrlich, weil diese Trainerin, die mich da herausfordert, ich glaube, die kennt keine Gnade. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich paranoid bin. Weil ihr mir immer Angst macht. Von daher, ich bin gespannt. Ich hätte aber gern irgendwo geangelt auf irgendeiner Route. Weil ich bin jetzt scharf drauf, einen Körper dort zu bekommen. Ja, hier geht's doch nicht bestimmt nicht oben raus. Ich muss hier runter. Gut, kann ich perfekt vorbeilaufen, hier lang zu kommen. Hallo und tschüss. Ja, immer noch. Ich habe also eine Route 20, ja. Mit dem rede ich gar nicht erst. Mit dem Dojo-Kack. Mich doch eh wieder trollen. Innerhalb von Städten und Routen öffnen bei mir das Game katastrophal. Ich kann aber auch nicht. Ich habe alles schon eigentlich zu, was ich zu haben muss. Weiß ich auch nicht. Wenn es euch nicht stört, stört es mich auch nicht. Dann ab auf Route 20. Ich werde dann jetzt gucken, welches Level die Trainer haben. Und mich dann wieder ans Level machen. Mit unserem neu gefangenen Hopfspross. Wird's ein Spaß. Guten Tag. Bist du etwa auch hier, um zu trainieren? Ach, war das eine Trainingsroute? Oh, was? Nein! Doppelkämpfe! Das ist ja das Letzte, womit ich gerechnet habe. Hol ich erstmal Black King raus. Und anstatt das Kampf-Pokémon draußen zu lassen, habe ich erstmal gezielt. Giftpuder und Stachelspore. War vielleicht dumm, Evoli zu vergiften, aber vielleicht nicht ganz. Aua! Weil dadurch habe ich den Free Moment mir genommen. Und das Pipi getötet. Das Ding ist getötet. Initiative gefallen und Gesang. Black King schläft jetzt erstmal eine Runde. Das kann er gerne machen. Bisschen Belastung für unseren weiteren Lebensweg. Aber sonst. Hier brauche ich. Es sieht so aus, als bräuchte ich zur Trümmer, aber ich kann, glaube ich, einfach an der Seite vorbei. Ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut erwischt. Jetzt hier so das Knofensa sehe, fällt mir Hopfsprung schon eigentlich ein bisschen besser. Ich ganz ehrlich, ich kann doch hier locker an dem Ding vorbei. Eben. Nee, kann ich nicht. Wow. Wait. Okay, was gibt's hier noch? Ah, Lutozu. Jetzt bin ich doch wieder sauer. So ein Lutozu ist schon cool. Level 16. Ich mag diese Level Caps an. Schau mal, welche schöne Käfer ich von den Bäumen gefangen habe. Okay, schau gerne, welche Käfer du von den Bäumen gefangen hast. Sehr schön, ein Raupi. Ich traue mich gegen Raupi tatsächlich, Backing einzusetzen. 5 HP. Das waren 8 HP. Das wieder 5. Okay, ich habe euch gezeigt, Black King kann einiges. Schlafen. Das erinnert mich an mein schönes. Gutes Flugkiefer. In X und Y, das hat ständig geschlafen. Auch in Competitive Kämpfen. Dachte, dass du erstmal eine Runde schlafen.
Deine Gemütlichkeit kennt keine Grenzen. Hier noch ein Windstoß. Wir sind auf einer hohen Ebene der Zerstörung. Gehen weiter. Mit langsamen Schritten Richtung Ziel. Ich tue hier tatsächlich mal unseren Larry nach vorne. Weil ich doch, a Pokémon could be in this tree. Maybe a Pokémon could shake it. Warte mal, das war Englisch. Just saying. Ne? Ich dachte, das ist ein deutscher Hack. Ein deutsches. Ein Voltilam! Ah, scheiße, das Ding von meinem Mikro ist runtergefallen. Sorry. Da war ich so überrascht. Als soll ich im Mormon draus andenken, so, was, er tut er da? Oh, Jonavel hat keine Wirkung auf mich. Dann mache ich einen Lebensschuss. Dann bringe ich das Leben von Voltilam zu Ende. Guten Tag. Hey, ich stehe mir nicht im Weg. Wenn hier einer wem im Weg steht, dann bist du mir im Weg. Guck mal. Ich mache einen Windstoß und dein Mirapla überlebt immer noch. Ein bisschen unfair ist, deswegen mache ich das Mirapla mal schneller tot. Noch ein Mirapla. Kein Ding. Machen wir einen Stoß. Oh. Hasse Pokémon, die denken, die müssten Giftpuder einsetzen. Und Mirapla. Verstehe, dann machen wir jetzt erst Ruckzuckhieb. Natürlich bin ich jetzt paralysiert. Und dann Windstoß. Also irgendwann musste ja mich mal irgendwas von diesen Attacken treffen. Windhose. Eine Drachenattacke. 40. Bisschen mehr als Tackle. Und aussagekräftiger noch dazu. Nachhaltspore. Ich bin bereits paralysiert und um das zu zeigen, dachte er sich jetzt erstmal paralysiert sein und nochmal paralysiert sein. Machbar. Säure hat mir ganz schön zugesetzt. Und langsam habe ich das Bedürfnis, wieder zum Pokémon Center zurückzugehen, weil, Oh, was? Gary und Dingens kämpfen. Ein Moment mal. Na, wen haben wir denn da? Scheinbar tragen nun Derek und Gary einen Kampf aus. Untereinander aus. Naja, sind wohl sehr vertieft, dann will ich sie mal nicht stören. Will ich auch nicht. Habe ich hier vielleicht in der Tasche irgendwas Gutes für unterwegs? Verwirrung, Schlaf, Paralyse. So, einmal bitte Paralysebeere. Stimmt, ich habe doch ein Eilrad. Das sollte ich vielleicht mal nutzen. Tränke habe ich 7 Stück. Komm, ey, ich will nicht so geizig sein. Lieber jetzt ein paar Tränke zu viel eingesetzt, als später rumgeheult, dass alle meine Pokémon tot sind. F3 war das, glaube ich. Ja. Ah, hat ja Glück. Hier sind die Steine. Diesen Bären, Kamarena-Bären, nehme ich mal mit. Und dann habe ich hier noch Persif-Bären. Und man kann auch mal eine, zwei mitnehmen. Die anderen beiden lassen wir mal da. Wollte nur sicher gehen, dass ich die mitnehme. Na, guck mal, jetzt könnte ich hier tatsächlich mal testen, ob wir da vorbeikommen. Tada! Ich glaube es ja nicht! Was macht ihr denn da auf meiner Farm? Hä? Was das wohl war? Ich habe Ärger gekriegt, dass sie gekämpft haben. Oh, hallo, willst du mit mir picknicken? Naja, eher nicht. Ah, Hydropi. God damn it. Gucken, Hindhose? Nicht so effektiv. Aber es ist zurückgeschreckt, wie gut. Windstoß. Nochmal Windstoß. Da hat aber einer vergessen, seinen Hydropi zu entwickeln. Und Fukano, dagegen setzen wir Mormont ein mit Aquaknarre. Ein Silberblick kassiert. Glut, okay. Nicht so schlau. Aber ihr seid verziehen. Jetzt kommt vielleicht ein Pflanzen-Pokémon. Obeluff. Mhm.
Habe ich ja gecallt, ein Pflanzen-Pokémon. Wir können auch bald. Goddamn. Die und ihre Stahlspore, ne? Na gut, das kann bestimmt auch. Ja, klar, kann auch Giftpuder wahrscheinlich. Kann ich froh sein, dass gedacht hat, Paralyse ist geiler. Obwohl ich direkt noch eine Beere. Weil. Das Risiko ist mir sonst so, hä? Hat jetzt geklappt, ne? Ja. Ging mir zu schnell, deswegen ich war verwirrt. Immer nochmal sichern. Sicher gerne, weil ich das Bedürfnis habe, immer auf Beenden da unten zu gehen. Und wenn ich auf der Beenden gehe, dann ist es schlecht. Noch mehr Gegner. Wow. Wird ihr echt trainiert. Komm, wir wollen mal hier unseren guten Black King nach vorne schicken. Jetzt verschwendet von meiner Farm! Oh, die kriegen Anschiss. Was ist denn hier los? Und du auch! Au, au, au. Diese Kinder von heute nur noch Dummheiten im Kopf. Ah. Da hattest du ja eine großartige Idee gehabt, Derek. Wieder was? Das war auch ganz allein deine Idee. Du hast recht. Was ist denn hier passiert? Ey, Shia! Was habt ihr denn getan, dass der Mann so sauer auf euch war? Gary kam auf die glorreiche Idee, hier auf der Farm einen Rematch-Kampf zu machen. Ja, das habe ich gesehen. Ja, es hat sich ja auch nach einer guten Idee angehört, nur hat es wohl dem Farmleiter nicht gefallen, dass wir neben seinem Voltilams gekämpft haben. Das ist selbstverständlich. Naja, trotzdem, dass der Kampf abgebrochen wurde, sollte ich erstmal meine Pokémon heilen. Das ist doch gar keine so schlechte Idee. Ey, Shia, ich habe gehört, der dritte Arenaleiter soll wirklich extrem stark sein. Ich werde dann noch weiter auf dieser Route trainieren. Vielleicht läuft man sich so über den Weg, dann könnten wir auch ein Rematch machen. Solange er nicht auf der Farm hier stattfindet. Ja, wie lustig. Geh dann mal, man sieht sich. Ja, ich werde auch noch weiter auf der Route trainieren. Von mir raus könnten wir dann ja auch ein Rematch machen. Ich habe keine Stimme für den, ne? Ich weiß echt nicht, wie ich ihn sprechen soll. Ich dachte eher so ein Schweizerisch, so ähnlich wie Schweizerisch, aber wir werden noch herausfinden, welche Stimme er in Wirklichkeit hat. Hey Gary, warte auf mich. Obwohl der dritte Arena eigentlich wirklich so stark ist, ich bin ja mal gespannt. Es ist schon mal nett, dass die einen so vorwarnen. Da oben befindet sich das sogenannte Norddojo. Man muss stark sein, um betreten zu dürfen. Und deshalb besiege ich nun, um meinen Stärke zu beweisen. Scheiße. Ah. Dachte schon. Kratzfurie, aua. Erstmal vergiftet. Und dann mache ich lieber Janiosch. Der hält ein paar Kratzer aus. Mogelhieb! Oh, es tut mir aber leid. Dass du dich da durchmogeln wolltest, aber keine Chance hattest. Ruckzuckhieb, dann klappt der Mogelhieb auch nicht. Au, au, au! Bam. Bisa! Ja, gegen Bisa ist klar, Larry. Sollte mich vielleicht auch erstmal heilen. Ohne Mist, ich sollte gleich wieder. Nach der Folge gehe ich zurück. Nach der Folge trainiere ich wieder ein bisschen. Aber das bleibt ja scheinbar hier nicht aus. Wieder ein cooler Bär mit einem Siedelbaum. Ein cooler Baum mit Siedelbären, so rum. Voltilam-Farm, dort, an dem die beste Wolle der Welt produziert wird. Ich glaube, der hier ist mir nicht so negativ gesinnt. Kämpfen einfach auf dem Feld eine Voltilams, diese jungen Trainer von heute. Immer noch Route 20. Ich darf ja also kein Pokémon fangen, aber wahrscheinlich auf Voltilams treffen. Hello, Turtles. Sieht echt schlecht aus hier für mich, ne? Wenn ihr mir meine Pokémon anguckt, die haben schon richtig hart gelitten. Windhose in den Arsch gesteckt. Level 23. Wunderbar. Oh.
Will bestimmt gegen mich kämpfen. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier rumzulaufen. Deswegen würde ich sagen, was ist für die Folge? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin. Immer schön bereit sein für den nächsten Pokémon-Kampf. Und gute Nacht.